Schönheitsoperationen. Payne, du hast gesagt, bei dir hat schon mal jemand gesagt, lass dir doch mal die Falten wegspritzen. Würdest du das machen? Wäre zu aufwendig, ne? Mein eigener Cousin in New York, der ist Mund-Kiefer-Gesichts-Chirurg, was nicht das gleiche ist wie plastischer Chirurg, sondern einer, der jetzt wirklich das Korrekturen vornimmt, die wirklich vonnöten sind. Ja? Und als er mir das in New York mal gesagt hat, habe ich gesagt, ist das bei mir wirklich vonnöten, dass du mir das sagst? Dann hat er gesagt, ja, hier das mit den Stirnfadelchen und so. Ich mache das nie, ich werde das nie wegbotoxen wollen. Okay. Ja, das ist ein Teil meines Charakters, das bleibt auch da. Und auch meine Lachfalten, das ist einfach so. Ja, wenn ich das alles wegretuschieren würde oder liften würde oder Botox oder sonst was, also ich glaube, ich könnte nicht mehr in den Spiegel schauen. Also muss jeder selbst entscheiden. Wenn Sie noch ein bisschen Entscheidungshilfe brauchen, hier kommen Argumente dafür und Argumente dagegen. Unser Pro und Contra. Tag für Tag verschönert Martina Acht ihre Kunden in ihrem Offenbacher Salon. Die Friseurin steht in der Öffentlichkeit, hat sogar schon einen Weltmeistertitel errungen. Wen wundert es da, dass sie in der Welt der Schönen auch selbst schön sein möchte? 53 Jahre ist sie alt, was ihr wohl kaum jemand ansieht. Aber sie hat Mutter Natur etwas nachgeholfen. Irgendwann habe ich morgens in den Spiegel geguckt und habe gedacht, deine Augen sind müde. Du siehst aus, als hättest du die ganze Nacht nicht geschlafen. Und damit fing es eigentlich an. Und dann habe ich was unterspritzen lassen. Und das sind kleine Schritte. Ich bin der Meinung, ich renoviere dauernd mein Haus. Mein Mann bringt ständig unsere Autos zur Inspektion. Warum soll ich das mit meinem Gesicht nicht auch machen? Was genau bei ihrer Inspektion gemacht wurde, verschweigt sie. Das verrate ich nur meinen besten Freundinnen und allerliebsten Kundinnen. Gucken Sie mich an und raten Sie doch mal, was ich an mir habe machen lassen. Beate Braun weiß, dass die Schönheit ihrer Freundin nicht nur angeboren ist. Für sie kommt eine Schönheitsoperation aber nicht in Frage. Und das, obwohl ihr gutes Aussehen lange Zeit ihr Kapital war. Die 40-Jährige setzt auf eine gesunde Lebensweise und Cremes statt OPs. Das Model-Business hat sie weitgehend hinter sich gelassen. Und sie ist stolz, den Absprung frühzeitig geschafft zu haben. Ich möchte nicht an mir rumschnibbeln lassen. Nur damit ich mit den anderen auch mithalten kann. Das geht mir dann definitiv zu weit. Man sollte es halt auch einfach schaffen, mal in Würde zu altern. Ich finde, das ist aus der ganzen Gesellschaft schon wirklich ganz, ganz weit weg für viele. Außerdem weiß Beate Braun um die Risiken bei solchen Eingriffen. Für mich steht es nicht zur Debatte. Ich möchte das weder in meinem Körper haben, jetzt sprich Silikon oder sowas, noch Botox, was mir einfach zu wenig erforscht ist. Es gibt natürlich Ärzte, die jetzt leider ins Negative gerutscht sind, gerade jetzt Polen oder diese ganzen günstigen Sachen, die günstigen Anbieter, sage ich da jetzt mal, wo es schiefgelaufen ist. Wir haben die ganzen Bilder gesehen im Fernsehen und das ist für mich derart abschreckend gewesen. Ich gehe nur zu Profis, ich gehe nur zu den Besten und ich habe da überhaupt keine Angst. Ich weiß, es sind keine Fuscher, das sind Menschen, die ihr Handwerk aus dem FF beherrschen, so wie ich meines auch. Doch für Beate Braun bleibt auch in diesem Fall ein Restrisiko bestehen. Außerdem hat sie noch eine andere Sorge, denn wer einmal mit Schönheit